Wichtigste ist der Spaß und der Ehrgeiz, um auch im Team spielen zu können. Also für den anderen sich einzusetzen. Das war gut so, weiter geht's. Der Fußball-Mädchentag in Bad Aibling ist der Beginn einer Zusammenarbeit der Fußballerinnen des FC Bayern München und dem Verein Jambu Bukova. Künftig werden die Fußballerinnen das Projekt Kinder durch Sport stark machen in Tansania unterstützen. Was sind denn welche Fußballtage? 60 Mädels spielen bei Bayern in den U17-Teams Fußball, aber viele, viele Mädchen in ganz Deutschland, in ganz Europa wollen beim FC Bayern Fußball spielen und die Mädchenfußballtage sind eine Gelegenheit, eben beim FC Bayern mal einen Tag mit Spielerinnen und Trainerinnen zu erleben. Und wenn da so ein Mädchen sich hier anmeldet und hierher kommt, was lernt denn das? Das lernt an mehreren Stationen erstmal die Spielerinnen kennen, die bei FC Bayern spielen. So, jetzt wie sieht erstmal, wie sehen die Spielerinnen aus, dass es auch normale Mädchen sind, die einfach ein bisschen besser Fußball spielen können und Vorbilder werden können. Der FC Bayern hat ja eine Kooperation mit Jambu Bukova bekannt gegeben. Was verbindet der FC Bayern mit dieser Kooperation? Der FC Bayern ist eben nicht nur Fußball, sondern ist eine Institution, die sich nicht nur um Fußball kümmert, sondern auch einen Blick über den Tellerrand hat. Und einer dieser Blicke ist eben Jambu Bukova. Jambu Bukova ist in Tansania seit 3 Jahren engagiert. Der Verein nutzt die Kraft des Sports für die Entwicklung des Landes und dessen Kinder. Vor allem Mädchen brauchen mehr Chancengleichheit und auch das Thema AIDS gehört dazu. Fuß an. Das heißt, wir fangen immer mit dem rechten Fuß an. Damit wir schön den Fußwechsel haben, machen wir jetzt den Ausfallschritt 3-mal. Ich mach's mal kurz vor. Schere, Schere. 1, 2, 3. Und schon kann ich mit dem anderen Fuß. Ja, dann geht es. Ab sofort sammelt die Mannschaft während ihrer Heimspiele für Jambu Bukova Spenden. Damit soll dann als erstes ein Fahrzeug in Tansania beschafft werden, damit dort die Life Skills Through Games Lehrgänge in den weit verstreuten Schulen durchgeführt werden können.